Hey, ja, ich hab's angefunden, Willi. Nice. Wie cool. Hey und herzlich willkommen zur fünften Folge von Minecraft Live. Hey. Heute haben wir gerade einen King Slime angefunden, den wir hier unten sehen. Und soweit ich weiß, bekommt man von ihm ziemlich guten Drop. Und schauen wir mal, was es wird, oder? Wir haben mittlerweile schon gar eine Rüstung gemacht. Aber es ist eigentlich nicht gut. Aber da der Schmied nicht online ist und wir noch Kateras die Rüstung machen können, haben wir das gemacht. Ganz viele kleine. Hey, Herdcontainer. Hey, das ist, oh, das ist sogar schwer. Slimy. Ja, warte, ich so ein Schleimschwert. Du kommst in die Schleimwaffen. Das ist gut. 9 Attack Damage. Das ist cool. 9 Attack Damage ist ziemlich stark. Für, ja, das ist ziemlich für stark. Für ungeabtes Schwert. Ungeabtes ist das ziemlich gut. Nicht schlecht. Eigentlich wollten wir gerade ein Pferd wiederholen, weil eigentlich zwei von uns wieder weg sind. Mhm. Eins ist weggelaufen, weil die Tür offen war. Anscheinend. Und das andere habe ich im Wasser untergehen lassen, unabsichtlich. Das ist, ich wollte übers Wasser gehen mit dem Pferd. Und das Pferd ist dann bergab in seiner Höhle und ist dann ertrunken. Ich weiß nicht, warum das da oben wollte, aber kann man machen. Ich habe mir dann einen Wegpunkt namens Pferdchen gemacht, weil da überall Pferde sind. Jetzt können wir uns immer wieder mal ein Pferd holen. Und wir holen uns nicht jedes, weil jedes hat ein anderes Speed und Jump und Lebensbalken. Level, würde ich eigentlich sagen. Passt schon ein ganzes Wort an. Lol, da ist irgendwer. Jetzt muss ich sowas sagen. Achso, ja, da habe ich letztens viel ausgegraben. Gut, dass du das gesagt hast. Oder so. Ja, ich würde jetzt sagen, das wollte ich noch ansprechen. Die Dera-Stil-Hacke, was wir craftet haben, die habe ich nicht mehr. Aber es ist ein Enderman. Enderman? Ja. Wir haben nicht mehr so viele Enderman-Burden-Probleme, weil auf mein Schwert ist Looting 3 und Bane of Atrobos oben. Und normalerweise droppen da so 3 bis 4. Schau. 3 Enderperlen pro Enderman. Das ist ziemlich cool. Jetzt geht uns natürlich die Diamanten aus. Mhm. Und wir können dagegen nichts machen, weil wir zurzeit noch keine Spitzhacke haben, mit dem wir die abbauen können. Und deshalb sind wir in einer ziemlich blöden Situation. Aber mittlerweile haben wir wieder es geschafft, die Diamanten für eine Terra-Stil-Spitzhacke, hey, du hast einen Justin Bieber hingemacht, aufzutreiben. Jo. Irgendwas war da, war letztens ein gutes Pferd, aber ich glaube, ich nehme einfach das nächste Beste, was ich finde. Echt? Ja. Okay. Da sind's. Hey, Sandman, das ist immer sehr wichtig. Und in der Folge werden wir gleich später noch zum End gehen. Hoffentlich finden wir es an. Oh. Aber ich werde es auf der Map nicht zeigen, damit die anderen das nicht anfinden. So, jetzt habe ich ein Pferd angefunden, das was mir passen könnte. Es ist zwar nicht der schnellste, aber bin damit zufrieden. Und man muss jetzt einfach so lange da aufsteigen, bis das Pferd dann nicht mehr oben haut. Kann man so anschauen. Und dann hat man das eigentlich gezähmt. So, ja. Jetzt kann man E klicken und es Goldrüstung und einen Sattel geben und dann kann man noch mal dumm rennen, dieser Schaftel. Und jetzt hätte ich gesagt, gehen wir zum End. Jo. Nice. Das ist da 1000 Meter vor uns und ich werde jetzt einen kleinen Cut machen. So, jetzt haben wir es zu unserem End geschafft.
Wir wissen nur, dass es circa unter uns ist. Weil wir so eine verzauberte Enderperle geworfen haben und dadurch sieht man, in welche Richtung es ist. Und ich hatte schon eine kleine Base gebaut, vorhin, eine ganz kleine nur. Und mein Pferdl da lassen und dann habe ich mich zurück teleportiert zu unserem Haus. Ja, versuchen wir es einmal. Es soll irgendwo da unter uns sein. Ich baue jetzt einfach nach Gefühl bergab. Fühlst du das Ende? Ein bisschen. Ich fühle die Enderperlen. Den Enderdrachen. Achso. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Enderdrachen schaffen, vor allem ohne Bogen, ist es echt dumm. Naja, wie man Schwert mit. Ah ja! Long Range. Vielleicht funktioniert es, dass wir die Kristalle da zerstören können. Aber eigentlich. Ich, was? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Außer also, es ist nur für den Bogen ausgemacht. Mhm. Jo, haben wir schon gefunden. Ja, nice. Also, war schon mal gegangen. Die Sounds. Ich habe eigentlich fast noch nie ein End ohne Cheats angefunden. Ja, Bücher. Egal, Bibliothek. Nice. Was ist denn da? Lass mich mal schauen. Na, die Höhle. Immer verbuggt, wie es ja immer in Minecraft ist. Aber hat halt auch. Ja, geil, ne? Ja, geht genau zu. Du gehst genau zu mir. Ey, ich bin gerade anders gegangen. Ja, ja! So, ich baue mal Bücher gerade, ja. Ja, kann man eigentlich abbauen, obwohl es da ziemlich fresh ausschaut. Was soll ich brauchen? Bücher? Ah, Kiste. Es ist drinnen. Bubblelob, keine Ahnung. Kopf. Kopf. Was ist das? Was ist das? Ja. Oh. Ja, es kommt von Taumcraft. Und soweit ich weiß, dürfen wir das gar nicht benutzen. Nur, schaut geil aus. Sind das die Achievements? Hungry Chest, schau, das haben wir sogar. Lol. Sind so Achievements und so wahrscheinlich und Ratgeber, lol, schaut cool aus. So, reichen 53 Gegner, 2 Stacks. Nein, nein, das reicht, ja. Nein, wir müssen nicht alles hinmachen, schaut irgendwie cool aus. Irgendwo da unten ist bestimmt auch eine Kiste. Bist du schon? Oh ja, sag ich ja. Ja. Kopf, Kopf, Kopf. Knowledge for Gain. Zu den Köpfen noch. Man kann ja so einen Kopf aufsetzen und laut einem Roleplay ist man dann, glaube ich, sogar ein anderer Mensch. Also kann man das ausnutzen ein bisschen. Weil eben der Polizist die dann nur so kennt und jeder hat halt einen Ausweis und so weiter und so fort. Denn was wir noch nicht haben, das heißt, das ist eigentlich ziemlich nicht gut. Aber, ja. Ja. Macht hier nichts. So, wo gehen wir dann? Da wo immer dann stolzieren. Also, ist schon wieder irgendwo. Ja. Ich bin ja wieder da. Wo? Ja, ja. Und? Weiß ich auch nicht, dann nehmt ihr. Ich hab da aber Lichtbugs leider, wegen einem Optifine Shader oder so. Mhm. Also bist du bei mir das Stock dunkel immer, aber macht nichts. Mhm. Muss man halt Pack hinsetzen. Das geht ja schon Silberfische. Ah, das ist sogar eine Mine, gell? Genau. Aber die Mine ist mir jetzt ziemlich egal, aber wir können das Wasser da weg tun. Hey, das Wasser brauchen wir noch bis ein, was die Kühe mit dir machen. Nein. Ja, nicht auf dem Hals. Vielleicht hinten noch ein bisschen, ja. Ja, Lore. Viel Tinken. Entscheidung, Soulbound. Soulbound, das ist seelengebunden. Das heißt, wenn man stirbt, behaltet man das Ether. Das braucht man bei Terra-Stil unbedingt. Mhm. Weil es echt uncool ist, wenn so der geachte Terra-Stil irgendwo landet. Und weil es halt auch praktisch ist. Du bist da aufgegangen, ne? Ich bin aufgegangen. Das ist eine Kiste mit zwei Köpfen und einmal da und noch ein Kopf. Wow, das ist rot. Ich lager da mal unter die Gegeben sein.
wie eh und je. Das brauchen wir so viel Köpfe, Philipp. Nein. No. Nein, dann lass ich mal was da. Wow, wow! Hast du hier, wo ich nehme die Iron Door mal mit. Das Iron Door, ja. Uiuiui, Öl ist da gespawnt. Ja, gut. Darf man da einigen? Sollen wir reinigen? Nein, ich baue mir den vorbei. Ist ein bisschen ungesund, glaube ich. Ist die wieder offen? Ja, Wahnsinn, ne? Ja. Ja, die Tür ist jetzt weg. Ups. Oh, da ist ein bisschen ein Irrgarten da. Irgendwie wäre es so witzig, wenn man durch so eine Iron-Tür geht und dahinter kein Knopf ist und dann so 20 Viecher vorne sind. Das wäre irgendwie echt witzig. Finde ich. Irgendwie ist es so ein bisschen random, kommt mir vor. Das ist irgendwie der Mine verbunden. Irgendwie ist da Höhle, Mine und whatever. Wo bist denn du? Irgendwo. Hier. Ich glaube, ich bin schon wieder da, wo ich her bin. So. Ich höre da schon ein paar Silberfische-Geräusche. Was immer darauf andeutet, dass das Portal in der Nähe ist. Vielleicht ist es das ja. Nein, da waren wir glaube ich schon. Da. Gibt's kein Video? Was ist denn das? Hey, eine Kiste. Ah, Ring, schau mal. Brauchst du mal einen Ring? Jo. Nehmen wir mal. Ah, die kommen von da oben, oder? Nice, ich warte, ich lager mal wieder Items ein, was ich nicht brauche. Ja, das brauchen wir eigentlich alles nicht. Jo. Muss passen. Jo. Hey, jo, ich hab's angefunden, Willi. Nice. Wie cool. Hey, den Spawner kann man mitnehmen, gell? Jo. Jo. Nice. Silverfish Spawner. So, und jetzt müssen wir da ein paar Enderperlen reintun, soweit ich weiß. Hoffentlich nicht die. Sollen wir mal mit denen probieren? Bin mir gerade nicht sicher, ob man die verzauberten oder die unverzauberten reintun muss. Hey, was steht denn dafür? Ich glaube, man muss die verzauberten reintun. Sollen wir ausprobieren? Ich probiere mal aus. Jo, ich glaube, man muss die verzauberten reintun. Aber ich bin Shift gemacht, zumindest. Soll ich es nochmal ohne Schiff probieren? Bauen sein. Nein, ich glaube, wir müssen die Verzauberten einstopfen. Das heißt, wir brauchen Blaze Powder, das kriegen wir von der Blaze. Ja, aber wir wissen schon mal, was ist. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch die Runde gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.